Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde Mario Kart 8. Diesmal sogar nicht alleine, sondern in Begleitung von der werten Lilly. Hi. Hallo. Ja, wir spielen gerade auch zu zweit an einer Konsole. Das heißt, ich glaube, ihr habt jetzt einen Splitscreen. Und ja. Ja, ne? Ich werde verkacken. Ach, das schaffst du schon. Nein, das schaffe ich nicht. Doch, das schaffst du. Schaffe ich nicht. Das schaffst du. Was bringt mir das? Aktuell kannst du hier nur durch die verschiedenen Spieler zappen. Das Problem Cool. ist, wir sind einem laufenden Rennen beigetreten. Das heißt, wir müssen erstmal warten, bis das Rennen zu Ende ist. Naja, aus Germany. Übrigens, das zweite Mario Kart 8 DLC ist mittlerweile seit fast einem halben Jahr draußen. Ich habe vergessen, dazu was aufzunehmen. Hole ich vielleicht irgendwann mal nach. Blaukopf. Jupp. Ne, bin doch nein. Ja. Welche Ka Strecke hättest du gerne? Hi, Okay. Ich hoffe übrigens, dass alles gut geht. Das letzte Mal, als ich Mario Kart 8 Multiplayer gespielt habe, bin ich irgendwie ständig aus der Lobby geflogen. hast du super hingekriegt. Ja. Fällt außerdem auf, wir haben unten die Taskleiste im Bild. Ach, jetzt dürfte sie weg sein. Ja, gut. Mücke. Ich hoffe übrigens, das passt alles mit dem Sound, weil wir können gerade halt das Spiel nicht hören, da wir schlecht die Kopfhörer beide aufsetzen können. Und wir sitzen auch zu zweit vorm Mikrofon. Ja. Gesundheit. Ja, danke. Oh mein Gott, zwei Japaner. Oh mein Gott, wir sind am Arsch. Ja, besonders ich. Ach. Ich werde einfach durchgehen. Letzte sein. Ich bin links, sie ist rechts. Ja. Oh, das sind ja Ja, ist halt eine Heilwurfkiste. Ich sollte mal anmerken, dass ich das noch nie gespielt habe und so ziemlich gar keinen Plan habe. Und die hier kann aber Sachen fressen, glaube ich, oder? Ja. Also so. Und auch Münzen fressen, die Ja. eh alles fressen. Alles, was ihr an den Weg kommt, wird. Ist eine reine Übungssache. Mann, das ist doch bestimmt wieder heftig. Oh mein Gott, wie schlecht sind die denn? Oh mein Gott, ist die scheiße. Spiel mal mit jemand Richtigen, der das auch kann. Ich glaube, bevor unter meinen Videos Hater-Kommentare auftauchen, werde ich eher ein erfolgreicher YouTuber. Das ist schon unmöglich. Das war gut von mir. Sehr gut von mir. Guck mal, wie weit ich einfach weg bin von euch. Oh, ich habe so mein Leben. Hat mir gar nichts gebracht, weil ich immer noch sehr weit bin. Oh, noch einer. Ach doch, das wird schon. Da du da wieder so am Fliegen und ich so hier so. Kann ich jetzt mal spielen? Ich muss das halt mit üben. Aber Ach, ich bin driften gerade auch schlecht. Ich kann nicht so ein bisschen.
Wenn man das kann, dann kannst du immer mehr als die meisten Anfänger. Ich bin kein Anfänger mehr. Ich hab doch was Dings gespielt. Also stimmt. Also. Ja, das war halt so anders, ne? Um so einfach zu spielen. Ich finde das sogar nicht einfach. Nein. Du bist einfach noch so übel. Ja, total. Wie gesagt, ich bin schlecht. Ja, okay, du bist 10. Yep. Guck mal, die Japaner sind sogar wirklich schlecht irgendwie. Das ist ein Zeichen für die anstehende Apokalypse. Nein, wir werden alle sterben. Nö. Ja, welche Strecke hättest du jetzt? Zufällig. Zufällig? Okay, ups, das war falsch, verdammt. Das kann ich nicht nehmen. Blöd, Mann, ey. Eigentlich wollte ich Discodrom spielen. Ich will doch jetzt. Die Biche. Das ist Baby's Beauty Palace. Bestimmt. Ah. Ich hab es immer noch keinen Turbo-Start hinzulegen. Ach, nein. Also irgendwie kann man das... Ah, so kann man das machen. Ah, ich bin dahinter. Oh. Ah, ich jetzt immer nur gekackt. PC? Was? Keine Ahnung. Oh! 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 Oh mein Gott. Das war gekonnt. Das war auch gekonnt. Das ist alles Absicht. Glaube ich dir. Also ich mache das jetzt alles so, also so Absicht und ich kann das spielen, aber ich will jetzt nicht der Pro sein. Genau. Du willst nicht in einem meiner Videos besser sein als ich. Das wäre ja, unfair. Du bist zu nett. Wieso bin ich nicht gut? Oh, das sind ja Scheingeister an den Seiten. Ja, die machen Party. Wieder so weit hinten. Ja. Das ist aber scheiße hier. Und den Spiel kann ich auch nicht schaffen. Das Ding auf dem S einfach mal. Was? Unnötig oft irgendwo reingefahren. Zweimal. Ja. Ein Fernsehen. Letzte Runde. Mich. Ich schon lange. Oh mein Gott, ich hab ihn noch wiederholt. Oh mein Gott, ich bin wieder dahin. Feuerung ist auch scheiße. Ja. Doch, danke, dass du mir recht gibst. Eigentlich bin ich ja scheiße. Nein, nein. Das Spiel ist scheiße. Du bist super. Ja. Du schaffst das. Nee. Was? Ja. Achso, der letzte Spieler ist gelöftet. Ja. So kann man auch ein Rennen gewinnen. Ach, Mann. Du bist super. Nein, scheiße.
Nein, du bist super. Wollen wir das jetzt hier machen in der Aufnahme? Nein, nein, warten wir mit der Diskussion ab. Ja. Aber Leute, ihr stimmt mir noch alle zu, dass ich super ist, oder? Hört nicht auf ihn. Bin ich super. Ihr ist super. Okay. Käseland. Oh, ich will Bowsers Festung spielen. Niemand hat für Käseland gewotet. Die Strecke ist auch scheiße. Okay. Aber da wohnt doch Diddle. Okay, ich bin ihn. Oh, Dixie hat die im gelben Pulli hat voll den Kawaiin Meeling Holz. Und der mit den Rasterlocken sieht cool aus. Kannst deinen Mii gleich auch nochmal überarbeiten? Nein. Okay. Dass der jetzt so Big Freak sieht. Sieht aus wie, keine Ahnung, ein Reggae-Fan. Irgendwie finde ich, die Mies bieten in diesem Spiel ein wenig zu wenig Möglichkeiten. Ich sag mal, vergleich's mal einfach mit Charaktererstellung bei Sims. Da hast du tausendmal mehr Möglichkeiten, deinen Charakter zu machen. Ja, aber das ist ja auch extra schwierig. Ja. Charaktererstellung bei Dark Souls 2 bietet mehr Möglichkeiten als dieses Spiel. Ja, okay. Bei Skyrim. Skyrim. Jo. Okay, in den nächsten paar Runden, die ich spiele, bin ich wahrscheinlich schlecht und so, aber dann wird sich Zwiebeltipp und Zwiebeltipp gerade genau. Besser. Yep. Ist das einfach ist dieselbe Strecke wie auf dem DS damals. Das kann gut sein. Doch, viele Strecken sind vom DS übernommen. Das ist ganz schön. Der letzte. Komm, ich überhole jetzt den Japaner, okay? Das schaffst du. Ich glaube fest daran. Ach man! Komm jetzt, geh dich überholen. Ich bin überholt. Ich rede mehr als du in deinen Let's Plays, also. Ja, ich rede in meinen Let's Plays häufig sehr wenig. Das ist ich auch, weiß, das habe ich schon festgestellt. Ja, das habe ich auch selbst festgestellt. Das regt mich auch auf. Ich muss irgendwann einen Sprachkurs suchen, wo man lernt, viel zu reden. Ja, nee, sonst rede ich ja nicht viel. Aber irgendwie, wenn ich so aufnehme oder so, dann laber ich irgendwie Scheiße. Ja, so kann man es machen. Das merke ich auch immer, wenn ich irgendwie in meine Fanfiction oder so... Ja, schaut auf ihrem Kanal vorbei. Sie macht richtig tolle Musik und total schöne Fanfictions. Insbesondere die Musik finde ich gut. Ah, danke. Das ist nicht für dich, glaube ich, ne? Ach. Doch, irgendwann. Okay. Keine Ahnung, das merke ich, wenn ich eine Fanfiction oder die aufnehme. Das wollte ich eigentlich nicht, aber. Ja. Das wolltest du, achso. Und dann labere ich irgendwelche Scheiße immer zwischen den Aufnahmen. So zum Beispiel, die trinkt ist wichtig, Kinder. Trinkt immer schön viel. Ja. Und, schön für Outtakes, die ich nachher anschneiden kann. Brillant. Brillant, ne? Nee, auch. War so kurz vor dem Ziel. Ach, schon wieder. Mhm. Das wird schon. Guck, Bibiche hat so rote, blonde Haare wie Bibis Beauty Palace als Peach. Es könnte natürlich zutreffen. Aber ich bezweifle es dennoch. Baby Park. Baby Park. Der ist einfach. Mhm. Da kann man eigentlich voll gut driften, wenn ich driften könnte. Ja. Yep. Ich finde meinen Mii so klasse. Okay. Echt gesagt, dass wir cuter Zombie und Mr. Trashy. Nein, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Doch, das hat sie aber gesagt. Das mag sie vielleicht gesagt haben, aber die sind das allercuteste Pärchen, das existiert. Ja. Wir sind vielleicht auf Platz 17, wenn überhaupt. Ah.
Was kommt denn da vor? Keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Ja, wenn du schon 17 aussuchst, dann musst du ja auch wissen und das begründen können. Nee, ey. Wieso nicht? Ich mach mal den Schluss. Oh. Nicht schon wieder. Wie viel denn mal? Dritte? 3, 2, 1. Ich hab schon wieder nicht geschafft. Was ist denn das für ein Scheiße? Du musst in dem Moment drücken, wo 2 da steht. Ja, mach ich doch immer. Und ich schaff das dann nicht. Ja, ich habe Tristan geschafft. Oho. Also langsam geht's ab. Oh, da bist du. Jetzt macht sie uns alle fertig. Bist du? Hallo. Wow. Super gemacht. Hast du nicht. Komm hoch, ne? Geht nicht. Ich hab's nicht. Perfekt. Raketending und ich nicht. Das ist ja unfair. Keine Ahnung. Mann, ich werde schon wieder zurück. Oh nee. Oh, die Werbung ist ja cool. Ja. Weil ich eh nicht mehr gewinnen kann und ihr mich jetzt eh alle überrundet habt. So kann man es auch lösen. Also, ich guck mir jetzt die Werbung an, auf dem Schild. Du das. Oh, ich geht nicht mehr. Leider. Eine Runde noch? Ja. Dann haben wir auch 20 Minuten erreicht. Perfekt. Perfekt. Oder so. Oh, Big Blue. Da lasse ich dir gar keine Auswahl. Was ist das? Das ist eine Strecke, die mit dem letzten DLC eingefügt wurde. Die kommt eh nicht mehr dran, oder? Oh. Nicht dran. Was passiert da? Babypark? Ja, Babypark. Ja. Kann ich meinen Skill trainieren? Jupp. Babypark wird auch mit dem letzten DLC eingefügt. Ist eine Strecke, die bereits auf dem DS vorhanden war. Die sie ist gerne extremst kurz. Geht doch über 6 Runden, ne? 7 Runden. Seit wann 7? Wir gingen auf dem DS nur über 5. Nein, auf dem DS waren es 5. Nein, auf dem DS waren 6. Ich habe hier hinten Mario Kart DS. Wir können es gleich nachschauen. Ich meine. Ich hab auch. Ein genau. Ich hab das Jetzt wird's und dann wenn ich vorwärts komme. Dann geht das nicht. Ach so, jetzt. Du meinst, du fängst an zu driften und hörst gar nicht mehr auf. Ja. Ich bin. Nein, ich weiß nicht, was hier los. Also, ich bleib nicht. Keine Ahnung. Pack mich nicht. Pack mich einfach nicht, okay? Okay, cool. Also, ich bin dieser Strecke jetzt nicht gerade schwer. Ich persönlich hasse diese Strecke. Danke.
Okay. Oh, da ist ja so eine Achterbahn. Habe ich jetzt vorhin nicht falsch gesehen. Und da ist ja... Oh mein Gott, das ist ja... Hä? Und wenn wir das jetzt ab... Dann wird bei dieser Strecke einfach von allem getroffen, was irgendwie da lang geflogen kommt. Ich kann nichts dagegen tun. Das macht meiner Meinung nach keinen Spaß. Ja, macht Spaß. Nun gut. Dann sage ich doch mal vielen Dank für deine Anwesenheit, werte Lilly. Ja. Und mal schauen, vielleicht nehme ich ja noch irgendwas auf. Bis dann. Tschüss. Bye. Warum funktioniert die Taste nicht? Perfekt. Ja.